In Moskau und St. Petersburg sind am Sonntag Dutzende Menschen festgenommen worden, die für 10 junge Russen demonstriert hatten, die seit März wegen Extremismus in Haft sind. In St. Petersburg sah eine Journalistin etwa 20 junge Demonstranten, die während einer von den örtlichen Behörden nicht genehmigten Aktion festgenommen worden waren. Die Mutter der im Frühjahr mit 17 Jahren verhafteten Anna Pavlikova. Ich hätte nie gedacht, dass mir oder meinem Kind so etwas passieren könnte. Das bedeutet, es kann jeden treffen, dass sie eines Morgens an deine Tür klopfen und dein Kind wegbringen. Anna Pavlikova war im März dieses Jahres zusammen mit 9 anderen jungen Russen, alles Mitglieder der politischen Diskussionsgruppe Neue Größe, verhaftet worden. Ihnen wird vorgeworfen, den Sturz der Regierung von Präsident Wladimir Putin geplant zu haben. Die Beschuldigten geben an, sie hätten ihren kritischen Online-Chat zu einer politischen Bewegung gemacht, auf Vorschlag eines ihrer Mitglieder. Später wurde bekannt, dass dieser Mann, der auch die Charta der neuen Bewegung verfasste und Räumlichkeiten mietete, offenbar ein Spezialagent des Inlandsgeheimdienstes FSB war.